wusstest es von Anfang an. Ich weiß von nichts. Du doch nicht. Dass ich gegen Pantagor kämpfen muss. Jetzt hör auf, so geheimnisvoll zu tun. Ich will alles wissen. Über dich, über Pantagor, alles. Gut. Und sag nicht alles zu seiner Zeit. Der König packt schon seine Koffer, es ist an der Zeit. Gut? Ja. Die Zeit ist gekommen. Setz dich. Nicht du. Er. Und lass uns bitte allein. Ja. Du bist nicht mein erster Lehrling. Das war Pantagor. Pantagor? Dein Lehrling? Ich habe ihn alles gelehrt, vor allem Magie. Aber es hat ihm immer noch nicht gereicht. Eines Tages entdeckte er das Buch der schwarzen Magie. Diese Magie lehrt dich, Flüche über Menschen auszusprechen. Er wollte Großmagier werden. Leg dieses Buch zur Seite! Warum? Mit diesem Buch wollte er über ganz Symbolika herrschen. Ich will dich nicht mehr in meinem Land sehen! Ist mir egal, was ihr wollt. Ich komme zurück, dann wird Symbolika ganz allein mir gehören! Und wenn es soweit ist, dann seht lieber zu, dass ihr wegkommt. Denn niemand kann einen Auserkorenen aufhalten. Pantagor war auch auserkoren? Du bist nicht der Einzige. Wie, gibt's mehrere? Womöglich sein Töchterchen? Wer auch immer es ist, ich werde ihn finden. Und ich werde ihn vernichten. Das schwarze Buch. Von diesem schwarzen Buch hat er in der Grotte gesprochen. Er hat es mitgenommen. Das Beste ist, du hältst dich von diesem Buch fern. Es ist gefährlich. Besser ist wohl, ich halte mich auch fern von Pantagor. Ich habe dir nie erzählt, dass du gegen ihn kämpfen musst. Weil ich Angst hatte, dass du dann die Prüfungen nicht mehr machen würdest. Ich kann dich nicht zwingen. Du hast die Prüfungen erfüllt und Pantagor kommt zurück. Die Zeit ist gekommen. Pantagor sagte, dass er etwas Besonderes mit mir vorhat. Glaube ihm nicht. Pantagor hat nur mit einem etwas Besonderes vor. Mit sich selbst. Es ist Zeit für meinen letzten Fluch, Rattenmann. Tretet ihr dann in den Ruhestand? Im Gegenteil, du dumme Ratte. Heute Abend bin ich der Herrscher über Herzenstadt. Und die Angst der Bewohner wird groß sein. Mein Fluch wird die Energie aus ihren Körpern ziehen und ihre Fantasie ersticken. Ach, ihr seid so herrlich schlecht. Und Pardus? Pardus hat zwar seine Prüfungen erfüllt, aber ich bin noch nicht fertig mit ihm. Und du auch nicht, Ratta! Denn heute kehre ich zurück! Früher dachte ich, es sei toll, der Auserkorene zu sein. Ich finde es nach wie vor toll. Du brauchst doch nicht gegen Pantagor anzutreten. Du auch nicht, wenn du nicht willst. Ich hab doch keine Wahl. Natürlich. Und was ist mit Herzenstadt? Dem König? Und dir? Du solltest auch an dich denken. Papa und ich können auch bei Königin Helenia wohnen. Es soll wohl sehr schön dort sein. Ein eigenes Zimmer hätte ich da auch.
Aber du wirst nicht Königin. Vielleicht werde ich es als Prinz Dagonauts Frau. Oh. Nun, dann wäre das auch gelöst. Du kommst mich doch besuchen. Ich... Der König will, dass wir unsere Koffer packen. Das wird nicht nötig sein. Pardus, ein Zaubernarr kann dem König nicht Einhalt gebieten. Dieser Zaubernarr schon. Er kann Symbolika retten. Wo gehst du hin? Zu Pantagor. Ach ja? Das ist eine lange Reise. Hast du keine Angst, dass du dich erkältest? Du hast es doch gehört. Ich gehe zu Pantagor. Ja, entschuldige. Ich fühle mich plötzlich so. Gar nicht. Ich kann nicht mehr. Ich sehe keinen Sinn mehr. Ich sorge dafür, dass alles wieder gut wird. Auf Symbolika gestartet. Er hat einen Fluch ausgesprochen. Er will, dass wir müde und lustlos werden und keinen Mut mehr haben. So. Alle Einwohner sollten Erzenstadt verlassen. Pardus ist schon unterwegs. Er geht zu Pantagor. Besser er als ich. Er kann nicht einfach gehen. Er muss den Sonnensmaragd mitnehmen. Das hat er getan. Ich habe eine Kopie des Smaragds in die Vitrine gelegt. Für den Fall, dass ihn jemand stehlen will. Echten Sonnensmaragd kann er Pantagor nicht besiegen. Aber vielleicht mit der Zwinkerfackel. Die wird nicht reichen. Dann müssen wir ihm den echten bringen. Sag nicht, dass ich es nicht darf. Ich lasse Pardus nicht hängen. Also, wenn du das unbedingt möchtest, Hauptsache, ich muss meinen Hintern nicht lüften. Pantagor? Willkommen, Pardus. Schöne Grüße von Alma. Ach, dass der liebe bezaubernde Alma doch noch an mich denkt. Schön. Natürlich könnte ich jetzt sagen, bestell ihm viele Grüße zurück, aber ich denke nicht, dass du ihn noch sehen wirst. Sollen wir wetten? Ach, lass doch dein Gezwinkere. Ein Kinderspielchen. Ist das ja auch ein Kinderspielchen? Oh, wie nett! Hast du mir echt ein Geschenk mitgebracht? Ich hab sogar noch eins. Oh, das wollen wir doch feiern! Na sicher!
Jetzt können wir feiern. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Haldane, das ist die Wirkung seines Fluchs. Dass wir nicht mehr... Spielt ihr zwei etwa Verstecken? Es ist mir gelungen. Ich habe Pantagor besiegt. Das kann nicht sein. Hallo? Wie wär's mit ein bisschen Freude? Ich hab Pantagor besiegt. Du hattest einen unechten Smaragd dabei. Ich hab das Ding also umsonst mitgeschleppt. Pardus, du musst dich beruhigen. Hör doch mal hin. Hörst du die Vögel zwitschern? Ich brauche auch kein Fest oder sowas, aber ein Danke wäre wohl das Mindeste. Jetzt hör zu. Nein, ihr hört mir zu. Ich habe Pantagor geschlagen. Ich habe Symbolika gerettet. Warum nimmst du mich nicht endlich ernst? Du bist eifersüchtig, dass ich Pantagor besiegt habe. Ich habe Pantagor besiegt. Toll. Fantastisch. Hilfst du uns bei der Arbeit? Wir müssen alle Herzenstadt verlassen. Aber ich fühle mich so schlapp. Er hatte recht. Er hat ihn am Felsen festgezaubert. Das glaube ich nicht. Ich... Wo bin ich? Wo ist Pantagor? Hey, ich suche den König. Weißt du, wo er ist? Ist mir ganz egal. König Pardulfus? Pardus, nicht erschrecken. Ich wollte dir etwas vorschlagen. Du hast recht. Du bist schon genug gelaufen. Fühlt sich gut an, hä? Der Thron. Das kann ich nicht. Man kann einfach alles, wenn man es will. Nur König Pardulfus darf hier sitzen. Ja, und in ein paar Jahren Königin Pardeen zusammen mit ihrem angetrauten Traumprinzen. Aber ich denke nicht, dass du es sein wirst. Das macht mir nichts aus. Echt nicht? Du kannst es werden, dann, wenn wir zusammenarbeiten. Dann herrschen wir beide über Symbolika. Als Zaubernarr kannst du die Prinzessin nicht heiraten, aber als der auserkorene König Pardus geht das. Der auserkorene König Pardus. Pardain? Geh ruhig vor. Ich kann nicht mehr. Nicht aufgeben. Ich will nicht mehr. Pardain. Tu es für Pardus. Thank you.
Das alles gehört uns, Pardus. Sag mal, was stimmt wohl hier nicht? Fessel ihn sofort! Hä? Naja, ist auch egal. Ein Befehl von Pantagor? Von Pardus. Ich muss sitzen. Nein. Pardin, komm, komm. Fordere deinen Sonnensmaragd ein, dann wirst du noch viel mächtiger. Ich habe es vorhergesagt, Alma. Alle Fantasie schwindet. Dein Spiel ist aus. Lass dich nicht auf ihn ein, Pardus. Ihr gehorcht jetzt mir. Komm. Warum? Ich bin auserkoren und der neue König von Symbolika. Und du bist meine Königin. Wie du willst. Pardain! Ich möchte schlafen. Für immer. Pardus! Nur du kannst Pardain retten. Komm her! Bring mir den Smaragd! Bring Pantagor den Smaragd! Du weißt schon welchen. Benutz deine Fantasie. Endlich! Endlich! Gerechtigkeit! Beruhige dich, mein Junge! Wir brauchen Alma doch nicht! Wir haben alles, um über Symbolika zu herrschen! Du hast überhaupt nichts, Pantagor! Ist es eigentlich geschehen?
gestattet, dass die Hofdame mit dem König tanzt. Heute schon, denn heute feiern wir ein Fest. Morgen können wir darüber weiter nachdenken. Den Rhythmus halten, Alma. Rhythmus. Ich glaube, dass ich zu alt dafür bin. Alles Jana. Und wie fühltest du dich? Als ob ich verzaubert wäre. Aber das war ich ja auch. Und du hast meinen Vater ins Gefängnis geschickt, als du König werden wolltest. Darüber sprechen wir noch. Warum wolltest du denn König werden? Eine lange Geschichte. Tja, wir haben den ganzen Abend Zeit. Alles zu seiner Zeit, Padane. Alles zu seiner Zeit. Thank you.